Grüßt euch, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich hatte vor einigen Monaten mir ein Balkonkraftwerk zugelegt und das Ganze auch aufgebaut. Darüber gibt es zwei Videos, findest du unten in der Videobeschreibung. Und diese Balkonkraftwerke, die hatte ich jetzt anfangs hier platziert gehabt, auf dem Balkon. Und das ist der Balkon von den Kindern. Dementsprechend stehen jetzt auch die Kindermöbel hier. Und die zwei Panels habe ich hinter mir an der Wand hochkant hingestellt. Natürlich ist da vorweg ein Gewächshaus. Und das Ganze wächst jetzt zu und ich habe mir bei Profilzuschnitt 24 ein paar Profile bestellt. Und zwar diese Nude-Profile hier in schwarz eloxiert. Und damit möchte ich mir einen Halter bauen. Ihr kriegt auch dort fertige Halter fürs Dach, für die Wand, für den Boden. Könnt ihr euch schon fertig bestellen, aber ich baue mir das Ganze selber. Und wie ich das Ganze mache, das zeige ich dir in diesem Video. Das ist nämlich hier die Brüstung von dem Balkon, wie ihr hier sehen könnt, und ich habe mir überlegt, dass ich den Halter bzw. die Panels hier so schräg drauf installieren will und mir eine Konstruktion baue, die hier genau hier zwischen runter geht, unten auf dem Deck festgeschraubt wird und dass ich die zwei Panels dann links und rechts hinlege. Da sind die zwei. Ob das funktioniert, das weiß ich allerdings nicht, aber das Material ist sehr vielversprechend. Als allererstes werden wir jetzt erstmal hier ein bisschen Platz machen, dass wir hier bauen können. Und jetzt habe ich mal alles rausgeholt aus dem Karton. Das Ganze liegt jetzt schon ein, zwei Wochen auf der Terrasse, ist ein bisschen nass geworden dementsprechend. Aber ich habe mir alles jetzt exakt auf Maß zuschneiden lassen bei Profilzuschnitt 24. Das ist halt das Tolle, dass sie halt die Sachen auf Maß bestellen könnten. Ne? Es gibt wie gesagt unterschiedliche Profile dort und auch Zubehörmaterialien, wie beispielsweise jetzt hier diese Halter. Die werden nämlich, habe ich es richtig in Erinnerung, genau so kommen sie dann am Boden. Und beispielsweise davon habe ich jetzt vier Stück, vier Pfosten, das ist die Grundkonstruktion und dann wird das Ganze dann so zack festgeschraubt. Das ist der Plan. Dementsprechend habe ich mir noch hier verschiedene Sets besorgt. Das ist beispielsweise hier einmal eine 45 Grad Eckverbindung mit Deckel und Schrauben. Dann habe ich hier Verbinder, weil ihr könnt euch zwar bis zu 6 Meter Länge, glaube ich, bestellen. Ich habe das Ganze aber stückeln lassen, damit ich das hier ein bisschen handeln kann, ein bisschen besser handeln kann. Das sind beispielsweise hier Verbinder, so Nutenverbinder, die man reinschiebt in die Nut. Geht ganz einfach. So hier. Und dann zieht man das halt einfach fest. Ne? Und dann ist das miteinander verbunden. Dann habe ich hier Photovoltaikanlagen oder Solarhalter, so ein L-Profil oder Z-Profil. Das könnt ihr dann festschrauben mit einer mit so Nutenstein, ne, mit einer kleinen Feder, die wird dann reingeschoben in das Profil und dann könnt ihr das Ganze verschrauben. So, ihr müsst natürlich auch darauf achten, dass ihr die richtigen Nutensteine bestellt. Es gibt große und kleine. Sind das die richtigen? Jawohl. So sieht das Ganze dann aus und dann hält das auch dementsprechend. Ne? Ein paar Zubehörteile hier, das sind 90 Grad Eckverbindungswinkel. T-Stücke, dann habe ich hier nochmal vier Halter, die sollen dann so als wie Stützen sein fürs Dach. Eine Menge Eckverbinder, ja, und eine Menge Profile, die ich jetzt einfach mal im Schnelldurchlauf zusammenstecken werde. Thank you.
Zwischenstand. Und zwar den Rahmen habe ich jetzt schon zusammengebaut. Sprich, ich möchte auf diesen Rahmen die beiden Panels installieren. Und dann habe ich mir an der Bekommen-Brüstung 4 solche Halter angebracht. So, jetzt ist mir natürlich ja 2 kleine Fehler unterlaufen. Einmal A, ihr müsst echt darauf achten, was ihr für Nutensteine bestellt. Beispielsweise sind das hier 5er Gewinde und das sind M6er Nutensteine und nicht M8er. Dementsprechend fallen die immer raus und ich fummel mich hier zurecht mit einem Schraubendreher, dass ich das irgendwie hochgedrückt bekomme. Deswegen dauert das Ganze auch umso länger. Ansonsten ist wirklich hier an alles gedacht. Es gibt hier Abdeckkappen zum Draufsetzen. Es gibt wirklich ganz, ganz viele verschiedene Zubehörteile. Ich hatte diese hier noch anfangs bestellt gehabt. Brauche ich aber nicht. Das Ganze ist echt mit diesen einen Eckwinkel wirklich sehr, sehr stabil. Ja, und ich mache mich jetzt dran und befestige erstmal die 2 Panels. So, ungefähr eine Stunde später steht das ganze Ding, aber Leute, ich muss euch sagen, ich habe mich total überschätzt. Das ist jetzt das erste Projekt, was jetzt nicht in die Hose gegangen ist, aber wo ich weiß, dass ich das nicht verantworten kann, definitiv, dass es das Ganze nicht tragen kann, weil es ohne Dachsparrenhalter nicht funktionieren wird. Die ganze Konstruktion ist schwer, ist unheimlich stabil, muss ich sagen. Aber ich komme damit an meine Grenzen. Also das ist hier ein Mietobjekt und ich müsste es jetzt Sparrenhalter anbringen. Das sind so Halter, die du also unter dem Dach laufen, Sparren lang, ne, wo eine Konterlattung drauf ist oder Dachlatten. Und darauf ist dann halt die Dachziegel gelegt und du müsstest halt das Ganze freilegen und könntest beispielsweise das dann hier oben auf dem Dach anbringen. Ich habe mir gedacht, dass ich das Ganze jetzt hier in diese Halter anbringe, ne, die unten am Boden befestigt sind und das Ganze dann so schräg läuft, aber das ist brachial. Ich krieg's gerade mal alleine gehoben und selbst mit 2 Mann hier ist es saugefährlich, dass wir irgendwie runterfallen. Also wir sind jetzt hier im 4. Stock. Und deswegen belasse ich es auch. Ich werde das erstmal jetzt hier schräg hinstellen und mir dann was überlegen. Eventuell mit dem Vermieter sprechen. Ansonsten ist die Sache wirklich eine feine Sache. Es ging wirklich ganz schnell mit dem Zusammenbau. Mit den Winkeln hier, mit den Nuten, ist echt mit diesen Platten hier. Das ist echt eine tolle Sache von Profil zu Schnitt. Wie gesagt, ihr kriegt da wirklich alle Profile aus Aluminium, ne? Ob es flach ist, ob es eloxiert ist, ob es U-Winkel, L-Winkel, die passenden Zubehörmaterialien. Schaut mal vorbei, ist ganz, 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 ganz tolles Unternehmen. Vor allem ist eine ganz, ganz tolle Sache. Vor allem wird das Ganze wirklich sehr, sehr schön verpackt geliefert. Ich kriege eine kleine Palette mit Holz ummantelt. Und das Ganze ist wirklich ganz gut in Pappe eingepackt, also kein Kratzer, nichts. Das Ganze ist ein bisschen eingestaubt, weil es jetzt draußen lag. Aber ist eine tolle Sache. Diese Profile hier habe ich auch beispielsweise damals verwendet für meine Kappumgärungssäge. Also auch in der Werkstatt was Tolles. Wenn ihr zum Beispiel U-Nut-Profile sucht für ein bestimmtes Spannsystem, haben die auch alles dort, ne? Also wenn ihr da einmal dabei seid und was bestellt. Und wie gesagt, es gibt auch diese Halter hier. Gibt es schon fertig, wenn du beispielsweise jetzt in der Balkonbrüstung am Geländer das Ganze anbringen möchtest, dann brauchst du die nur holen, machst du mit 2 oder 4 oder 8 Schrauben am Geländer fest und fertig ist die Sache. Da bin ich nochmal, mein Abschlusswort. Also, an sich eine richtig, richtig tolle Sache, aber wie gesagt, die Konstruktion, die ich mir überlegt habe,
Das Ganze ist wirklich zu gefährlich. Ansonsten findest du alle Materialien, auch das Balkonkraftwerk, was ich gekauft habe. Das sind 2x 400 Watt, gedrosselt auf 600 Watt, also insgesamt 800 Watt. Warum, weshalb? Ganz einfach. Du produzierst einfach mehr Strom oder mehr Watt, ich kenne mich da jetzt im Detail nicht genau aus, und speist aber nur 600 Watt ein. Das heißt, wenn mal was bedeckt ist oder die nicht richtig ausgerichtet sind, hast du mehr Fläche, kannst mehr Strom produzieren, am Ende speist du nur 600 Watt ein. Das werde ich dir unten verlinken, und auch Profilzustand 24 werde ich dir unten verlinken. Wie gesagt, gibt es auch noch ganz andere Profile. Ansonsten hoffe ich, dir hat dieses Video gefallen. Es war ein bisschen lehrreich, für mich schon. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.